Ja, wir haben den 28. September 09. Wir recherchieren hier in Berlin. Es geht um eine Geschichte, die unter Taxifahrern kursiert. Ich mach's jetzt fest, ja? Ja, mach dich fest. Ja. Und zwar geht es da um einen Fahrgast, der nachts in ein Taxi einsteigt und nach einiger Zeit plötzlich verschwunden ist. Und wir sind jetzt hier an einem Taxistand und wollen mal nachfragen, ob einige Taxifahrer irgendetwas wissen. Guten Tag, ganz kurze Frage, ja. Polsky und Nox. Haben Sie was von Taximann gehört? Nein. Eine Person, die ins Taxi einsteigt und irgendwann verschwindet? Nein, überhaupt nie. Okay, danke schön. Ach, die Presse wieder, nein, mache ich nicht, nein. Also ein Fahrgast, der einsteigt und dann auf einmal verschwindet? Ja. Nee, also nicht aussteigt und nicht bezahlt, sondern einfach verschwindet. Also aus dem Nichts, der nicht aussteigt. Unjüngste Zeit. Also sehr viel zu tun. Okay. Am meisten Kandidaten, der weiß irgendwas, das haben wir im Gespür. Wollte aber eben noch nichts sagen und jetzt ist Nox dabei, ihn zu bearbeiten. Aber ich bleibe wirklich anonym, das komplett, bekommt keiner. Komplett anonym. Spät in der Nacht, okay. Auf dem Columbia-Damm in der Nähe von der Columbia-Halle. Das war ein Schwarzer, glaube ich, mich zu erinnern. Nach 10 Minuten denke ich, das ist aber ruhig da hinten, geht's dem wohl gut. Drehe mich um und dann war der nicht mehr da. Der war einfach weg. Keine Ampel, wo er hätte aussteigen Nein, können. Ich habe nirgends angehalten. Ich höre hier auch eine Türe, die auf und zu geht. Da war einfach weg. Okay, haben Sie mit irgendjemandem drüber gesprochen? Nein, da rede ich doch nicht drüber. Das erzähle ich doch nicht meinem Chef. Da freue ich mich den nächsten Tag. Da denkt er, ich saufe. Okay, Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Also wir haben nicht viel bis jetzt, ne? Wir haben 2 Leute, die den Taximann gesehen haben. Wir haben einmal Imschek hier im Wedding und einen im Columbia-Damm. Und beides Male war es ein Schwarzer. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Das ist die einzige Gemeinsamkeit. Wir haben noch 5 weitere, ja, die also behauptet haben, was gesehen zu haben. Ja, aber die haben gelabert. Die wollten sich wichtig machen, also ganz klar. Beide kommen von Hoffmann. Boah, das hast du gemerkt. Nenn mich Holmes. Okay, Mr. Holmes. Dann lass uns Mr. Hoffmann mal anrufen. Wir sind ja beim Taxiunternehmen Hoffmann, der 3. Oktober 2009. Wir haben uns einige Male gemeldet, nie eine Reaktion bekommen. Und ja, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann muss er. Ja. Komm. Ah ja, los. Wir fragen mal ganz dreist nach. Doch, die Mail kam hier schon an. Aber der Chef hat es doch für einen Witz gehalten. Ja. Können wir ihn vielleicht ganz kurz mal sprechen? Doch, das ist jetzt ganz ungünstig. Oh. Ah, sind das die beiden Komiker, die mit ihrer Geistergeschichte? Journalisten. Wir sind Journalisten. Hier. Ich muss Ihnen eigentlich dankbar sein. Ich meine, ich überprüfe nicht jedes Mal die Kilometerangaben der Fahrer, aber hier, fast jeder Fahrer hat so viele Kilometer angegeben. Die ganze Truppe, fast jeder Fahrer. Und wissen Sie, wie ich das nenne? Das ist Betrug. Betrug ist das und es gibt ein arbeitsrechtliches Verfahren. Aber hallo, der Alte ist aus dem Haus und mit dem Jungen kann man es machen. So denken die sich das. Aber nicht mit mir. Mit mir nicht. Kaffee. Sagen Sie mal, der Alte ist weg? Ja, der Alte ist der Gründer, der Karl Hoffmann. Aber der ist seit Sommer in Ruhestand. Und das ist der Junge? Ist der immer so? Okay. Ja, recht herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir haben keine weiteren Fragen. Nichts für Unmut. Schönen Tag wünschen wir noch. So, wir haben den 6.10.09. Wir haben einen unerwarteten Gast, den Herrn Paderowski. Herr Paderowski, erzählen Sie nochmal, warum Sie hier sind. Wegen der Karte. Nein, Ihre Geschichte. Rosi sagte, Sie können mir helfen. Ja, wir können Ihnen nicht helfen, wenn wir nicht wissen, worum es geht. Also wir brauchen Fakten. Wie es... Muss das sein? Es ist nur intern. Das... Vor 2 Wochen okay. Bin ich nach Hoppegarten rausgefahren. Der Fahrgast steigt aus, ich drehe um, ich will wieder in die Stadt rein. Da winkt einer, so ganz komisch. Ich dachte, der ist abgefüllt, den nimmst du noch mit. Mhm. Er steigt ein. Wie sah der aus? Mega, 1,80. Ein Schwarzafrikaner? Ja, nach Schmückwitz. Mhm. Ich hatte kein Problem. Ich fahre nach Schmückwitz runter, nach 10 Minuten frage ich, hey Meister, wohin ganz genau? Ich drehe mich um, weg war er. Er war nicht mehr da.
Hätte er irgendwo zwischendurch aussteigen nein, können? Nein, nein, nein. Hat er irgendwas hinterlassen? Nein, hat auch nicht bezahlt. Okay, Herr Parowski, ist, wir haben einfach keine Beweise. Nichts hinterlassen, nichts da, wir haben nur Ihre Geschichte, wir können nichts machen. Wie nicht machen? Rosi sagte, Sie können mir helfen. Wir haben nichts in der Hand. Wie nicht in der Hand? Leute, ich brauche euch. Es geht nicht. Der Hoffmann will mich entlassen. Ich habe 2 Kinder auf der Uni. Ich verliere meinen Job. Ich habe gesessen. Ich brauche eure Hilfe, bitte. Okay, Herr Palarowski, setzen Sie mal hin. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Haben Sie beschissen? Nein. Sie können sagen, es... Ich höre auf meine Kinder, ich habe nicht beschissen. Das hat wirklich wahrgefunden, stattgefunden. Scheiße. Okay, ganz locker. Also, wir machen jetzt Folgendes. Ja? Sie ja, zeigen uns einfach nochmal ganz genau den Ort, wo der eingestiegen ist. Dann war sofort los, die Taxa steht vor der Türe. Jetzt, okay, machen wir das. Kommen Sie, bitte. Sag mal, glaubst du denen das? Ja. Ich muss die Kamera noch einpacken, ihr Lieben. Ich bin doch eine harte Nuss, ich bin doch kein Waschlappen. Ja. Aber das hat mich umgehauen. Ich bin sogar zu Priester gegangen. Ich hab mich segnen lassen. Ja! Ja, sowas haut dann den stärksten Knacki um. Ach, das war ein Fehler, das hätte ich euch nicht sagen sollen. Ach, ich sag dir mal was. Ich war beim Psychiater. Meine Geschichte. Hab ich auch keinem erzählt. Sowas erzählt man nicht. Es ist wie eine Flucht. Einmal ein Knacki, immer ein Knacki. Der alte Hoffmann, der hat an mich geglaubt. Der hat mir einen Job gegeben. Der Junge, der will mich fertig machen. Ist richtig ein Arschloch. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Ja, ja, das können Sie laut sagen. Hier war das, ganz genau hier. Hier stand er. Hat mich nicht mal angesehen. Aha, aha. Ich will gar nicht mitnehmen. Ah, okay. Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, hat nicht viel gebracht. Und? Könnt ihr mir helfen? Na, wir machen mal Folgendes. Also Ihr Job ist es, nochmal die ganzen Taxifahrer zu fragen und diese Sekretärin. Rosi. Rosi, genau. Ob die irgendwas über den Taximann wissen. Und wir schauen uns einfach nochmal um hier. Okay, Leute. Ja? Gut. Also Sie können ja schon losfahren. Wir gucken einfach mal hier. Ist das viel, ne? Nee, ist nicht viel. Das ist gar nichts. Gut, wir haben den 28.10.09, Fall Taximann. Es ist eigentlich relativ unerheblich, ob wir dem Paderowski jetzt glauben oder nicht. Wir haben einfach, ja. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Weißt du was, Polski? Was? Wir haben alle Punkte markiert, wo der eingestiegen ist. Ne? Hm. Aber wir haben uns nie gefragt, wo der ausgestiegen ist. Wo der verschwunden ist. Mhm. Sag mal, wo sind wir denn mit den Polen hingefahren? Das war Hirtenwiese. Das war Hirtenwiese. Da ist Schmirkwitz, ne? Ja. Das ist hier. Ruf mal die anderen an. Frag mal, wo der weggekommen ist. Ja, hallo. Wir wollten mal Folgendes wissen. Der Taximann, haben Sie den... Genau, deswegen waren wir da. Wo ist der verschwunden? Haben Sie eine Idee? Ach. Hirtenwiese war das.